Servus, grüß euch und frohe Ostern. Ich befinde mich gerade in Selbstisolation am Land, heraußen in Oberösterreich. Kann da vielleicht die Alpen erkennen, nördliches Alpenvorland. Und ich mir dachte, ich mache ein Osterholz-Gehölzkunde-Spezialvideo mit ein paar Pflanzen, die ich da bei mir in der Gegend finde. Somit beginnen wir. Das erste, was ich da habe, möchte ich eigentlich nur ganz kurz erwähnen, weil ich selber auch nicht sicher bin, welche Art das ist. Ihr werdet sehen, da in der Praxis quasi außerhalb der sicheren Umgebung rund um die Boko ist es gleich wieder ein bisschen schwieriger, weil es gibt vor allem, was so Garten- und Zierpflanzen betrifft, viel, viel mehr, als wir im Skript haben. Aber trotzdem werde ich versuchen, ein bisschen was zu bestimmen. Also da haben wir so ein schuppenartiges, also schuppenbelaubtes Gehölz. Das ist so eine Säulenform, das ist entlang der Zufahrt da gereiht, bildet quasi eine Allee. Das gibt es bei uns auch am Friedhof. So, und das ist eine Thuja. Problem bei den Pflanzen ist, die machen eigentlich nie Früchte. Und durch diese Säulenform ist das Erscheinungsbild ein bisschen eigen. Man sieht aber trotzdem das Laub, das eben so flach schuppenartig ist. Die blüht gerade so ein bisschen. Wenn ich das jetzt abreiße und ein bisschen zerreibe und dran rieche, ja, es riecht nach Thuja. Also, dass es eine Thuja ist, ist klar. Welche Art oder welche Sorte dieser Art es jetzt ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber schaut so aus. Und damit lassen wir es bei der. Und weil Ostern ist, habe ich mir gedacht, immer bei jeder bestimmten Pflanze haben wir uns was Süßes verdient. Deswegen kriege ich jetzt einen Schocki. Ja, passt, ich glaube, bei der Hecken haben wir aber Gehölze, die wir so anschauen können. Gut, das nächste ist ein Strauch. Dieser da. Dabei handelt es sich um eine Lonicera, also eine Heckenkirsche. Lonicera xylosteum, die auch heimisch ist. Und wenn wir sie da aus der Nähe das mal anschauen, generell, Lonicera hat eh die Anita im letzten Video von ihr durchgemacht, aber nochmal die groben Merkmale, also die sind immer streng gegenständig, also die Laubblätter, wie man sieht, sind immer streng gegenständig. Und man sieht auch hier sehr schön die Blüten- und Fruchtstände quasi, die kommen immer aus den Blattachseln raus und stehen immer in Paaren. Also es sind dann quasi immer zwei Blüten dann nebeneinander und dementsprechend auch zwei dieser Beeren dann nebeneinander. Und warum sage ich, dass das die Lonicera xylosteum ist? Ich gehe da nach der Behaarung. Also wenn man sich die anschaut, die ist schon sehr flauschig behaart. Deswegen hätte ich gesagt Lonicera xylosteum. Genau. Nächste Schocke. So viel Schock hat man uns. Gut, dann gleich weiter in dieser Hecke. Schauen wir uns jetzt gleich mehrere Sachen an. Erstens dieses Teil da. Wir haben da einen Fliederstrauch. Ich weiß zufällig, wann der gepflanzt wurde. Der ist halt irgendwie von Bella Flora gekauft worden oder so. Deswegen weiß ich nicht, welche Art oder Sorte das ist. Aber wenn wir mal näher schauen, die Syringa-Merkmale haben wir dann trotzdem. Also Syringa hatte meistens typischerweise so ein herzförmiges Blatt. Und so diese typische, es hat irgendwie so ein mattes Grün. Das ist relativ charakteristisch für mich immer. Und ganz interessant ist eben der Blütenstand. Man sieht da am Ende der Triebe, bildet sich diese Rispe da aus. Also es ist eigentlich fast kerzenförmig, also diese schönen Blüten, die da am Ende rauskommen, das sind gerade nur die Blütenknospen. Das heißt, der wird erst zum Blieren anfangen, jetzt dann bald. Also im Mai spätestens wahrscheinlich wird der schon blieren. Blühfarbe bei dem, der ist glaube ich blau, aber da gibt es ja einiges. Also von Rot, Blau, Weiß, alles Mögliche. Typisch ist natürlich lila Fliederfarben. Gut, bevor wir weitergehen, muss ich noch Zucker essen. Als nächster, kurzer Halt bei dem Strauch. Die Blätter sind noch nicht voll entwickelt, die Blüten sind schon vorbei, da hängt noch ein Kätzchen runter. Das ist ein Haselnussstrauch, auf gescheit Corylus avellana. Wir haben letztes Mal in meinem Video die Baumhasel gesehen, das ist jetzt die normale Haselnussstrauch, heimische. Ihr seht, die Blätter sind noch klein, aber Merkmale wären eben, dass die weich sind, wenn man sie angreift und dass sie doppelt gesägt sind am Blattrand, also das sieht man später schon deutlich, vor allem, dass sie auch weich sind. Da hängt eben noch ein Kätzchen drauf, was die Blüte ist. Die Nüsse sind eben Haselnüsse, die kennt man wahrscheinlich eh. Und wichtig ist der Habitus, wenn ihr euch das anseht, es ist im Gegensatz zur Baumhasel nicht baumförmig, also ganz klar, da kann man ganz viel Triebe raus und hat ein sehr auffälliges Erscheinungsbild. Die Triebe sind die Rinde ist relativ glatt im Gegensatz zur Baumhasel. Gut, wieder Zucker verdient. Lind, nicht schlecht. Dann da drinnen, das weiß blühende da,
Ich möchte nur erwähnen, das haben wir im letzten Video genau besprochen, das ist eine Spirea. Spirea cinerea, eben jetzt blühend, mit diesen Trugdolden. Jetzt habe ich es gleich abgerissen. Scheiße. Und eben die Bladeln, die eher so schmal sind und eben vorne nicht eingekerbt. Und mit dem, das sind eben die Trugdolden mit dem schönen weißen Blier. Genau, und was wir auch letztes Mal schon erwähnt haben, auch mit weißem Blier, der Strauch, der da noch steht, Prunus spinosa, Schlehdorn, auch mit den weißen Blier, die Blätter kommen gerade raus. Wenn man schaut, ist eben strauchförmig, hat eine ganz leichte Ringelborke, sehr viel Triebdorne, also sticht das Teil. Haben wir auch schon im letzten Video besprochen. Heimisch. Die Spirea ist nicht heimisch. Gut, das heißt zwei Zuckerl eigentlich, das ist so. Fuck, Ostern wird mir fett. Wie Weihnachten nicht. Gut, auch in der Hecke habe ich da, ich habe einen nicht heimischen Baum gepflanzt. Dieses Nadelgehölzter ist ein Cedrus Atlantica. Ist jetzt dieses bläulich in der Sorte Glauca. Die kennst du sicher rund um die Bokostädte ja öfter wo. Werden ja relativ große, dramatische Bäume. So schaut das Ding in klar aus. Ja, wächst durchaus. Also der Spitz, der Leittrieb ist schon deutlich länger geworden in den letzten zwei Jahren. Genau, brauchen wir nicht weiter sprechen. Immergrün ist eh klar. Nadeln in so Kurztrieben. Zapfen macht der noch keine, der ist nur viel zu jung. Cedrus Atlantica, Sorte Glauca. Gut, das nächste Gehölz haben wir da. Dieses Bäumchen, das sich da rauskämpft aus der Hecke, ist ein Crategus. Und Crategus, da gibt es zwei, die im Blatt sehr ähnlich aussehen. Also wenn wir uns das Blatt mal aus der Nähe anschauen, das ist so ein relativ charakteristisches, stark gelapptes Blatt. Und wenn wir so ein Blatt sehen, dann ist das entweder der Crategus monogyna oder der Crategus levigata, sprich der eingriffelige oder der zweigriffelige Weißdorn. Am Blatt alleine ist es aber sehr, sehr schwer zu unterscheiden. Man müsste quasi schauen, wenn man die Blüte hat, ob da ein Griffel raussteht oder zwei Griffel. Und bei der Frucht später, das ist ja, also Rhizozeenfrucht, da könnte man es theoretisch auch sehen mit Glick. Also jetzt so schwer zu erkennen. Meistens blüht er weiß, es gibt aber Straßen, das ist gerne ein Straßenbaum, da gibt es rote Sorten. Wenn man da ein bisschen reingreift, er sticht durchaus, also es hat Dornen, also Weißdorn, blüht weiß, hat Dornen, ist ja irgendwie relativ logisch. Ja, ist auch ein relativ beliebtes Heckengehölz, weil er eben sticht quasi und er vertragt es halt. Also ist er ökologisch interessant, ganz, ganz interessante Pflanzen. Ich habe mal gelesen, in England wird ja auch gern historisches Hecken verwendet, weil die Rehe, die verbeißen den auch. Aber sie fressen ihn nicht ganz zusammen und darum wird er relativ dicht. Und mit den Dornen ist er dann echt eine gescheite Pflanzenmauer sozusagen. Auf jeden Fall Crategus, entweder monogyn oder levigata. Zucker. Na? Nein! Jetzt das. Gut, das nächste ist ein Sträuchlein, was da rauswächst, dieses rot belaubte. Gleich mal wichtig, das muss nicht immer rot sein, ist oft einmal rot, aber manchmal ist ganz normal grün. Da haben wir auch Berberis. Berberitze auf Deutsch, auf gescheit im Berberis. Und bei dem Berberis, also ja, schauen wir uns mal kurz die Blätter an. Die sind irgendwie so, da sieht man es ganz gut, also relativ oval, aber dann an der Blattbasis irgendwie so, was ist das, konkav sozusagen. Also diese Blattform ist relativ charakteristisch. Es gibt auch Arten mit gezähnten Blattrand, in dem Fall ist es ganz randig. Und bei dem Berberis, dann schauen wir mal die Triebe entlang und versuchen mal zu schauen, ob wir Dornen sehen, weil die haben normalerweise immer da, da sieht man es gut, wo die Blätter rauskommen, ist oft ein Dorn. Also oft, sollte eigentlich fast immer sein. Und an der Anzahl der Dornen, die da stehen, in dem Fall ist es nur ein Dorn, wie ihr seht. Es gibt aber welche, wo drei Dornen immer auf einen Haufen stehen und so weiter. Also an der Anzahl der Dornen kann man die super unterscheiden. Und bei der habe ich gerade so geschaut und da ist eigentlich überall nur ein Dorn. Das heißt, das müsste eigentlich die Berberis thunbergi sein. Thunbergi, kann man sich merken, mit II zum Schluss, ein I ist ein Strich, also ein Dorn oder so, keine Ahnung. Was weiß ich nur zu Berberis, man sieht, da kommen gerade die Blier. Das sind so, das sind glaube ich Trauben, die da so runterhängen. Schaut recht lieb aus, also das sind auch nur die Knospen jetzt der Blüten und die Blieren dann auch gelb. Schaut dann durchaus gut aus mit dem roten Laub und dem gelben Blier. Und ja, wie gesagt, so geht man das auch mit der Berberis. Sind relativ gut zu erkennen an diesen im Büschel stehenden Blatteln und dann mit den Dornen
Um den Blattrand kann man es eigentlich ganz gut unterscheiden. Berberis, Thunbergi, hätte ich jetzt geschätzt. Zuckerl, jetzt vergieße ich schon meine Zuckerl. Das war nix. Gut, das letzte End da vor der Hecken, da haben wir so ein kleines Teil, was ich da mal angesetzt habe. Ist ein kleines Bäumchen, wird natürlich noch größer. Wird viel größer. Wenn man sich das Laub anschaut, das ist so, irgendwie sind so komische Nadeln, wie ihr seht. Das ist alles sehr, sehr grüne Triebe und so Nadeln, die relativ fleischig sind sozusagen. Ja, schaut so aus. Wenn man das angreift, das ist ja relativ, fühlt sich irgendwie ein bisschen gummiartig an. Auf jeden Fall, das ist das Sequoiadendron gigantium, der Mammutbaum, Gebirgsmammutbaum. Kennt sehr sicher vom Arboretum und vom Türkenschanzpark. Wisst sicher, dass das ein großer Baum wird. Kommt aus Nordamerika. Wenn er klar ist, schaut er so aus, aber ihr müsst ihn eigentlich auch am Laub erkennen. Also schaut euch öfter mal die Baumel an. Auch die nicht so großen, die hat dann später diese charakteristische rote Borke. Auch wenn er die nicht hat, solltet ihr ihn am Laub erkennen können. Also der ist immer grün, der schaut eigentlich immer so aus. Und ja, Sequoiadendron giganteum. Schocki. Nach der Hecken haben wir da nur einen Obstbaum, der relativ alt schon ist. Das ist ein Zwetschgenbaum, ein öderer. Prunus domestica heißt die Zwetschge. Ich meine, Zwetschgen kennt wahrscheinlich jeder. Pflaume, sagen die Deutschen? Ich weiß nicht. Zwetschgen halt. Okay, habe ich nicht so viel zum sagen dazu. Ihr seht, die Rinden ist relativ rau. Hat momentan auch weiße, rosa Zehenblüten. Das Bladel ist jetzt noch kaum entwickelt. Also da brauchen wir jetzt gar nicht viel reden. Aber nur, dass ihr seht, dass das durchaus ein breiter, charakteristischer Baum werden kann. Also sagt man da ausdrucksstarker Baum. Am Blatt ist ehrlich gesagt schwarz unterscheiden später. Hinter dem Gutenberghaus in der Nähe, da steht einer, da kannst du das üben. Wenn er Früchte hat, ist natürlich einfach, wenn Zwetschgen drauf sind. Okay, nächster Baum. Da haben wir so eine Mini-Gruppe von drei Birken. Ich meine, dass das ein Birken ist, mit dem weißen Stamm, könnt ihr euch denken. Man sieht da die Äste, die hängen also über. Und wir haben ja letztes Mal über die heimische Betula pendula gesprochen. Das ist aber jetzt nicht die, das ist eine Betula papyrifera. Weil die hat nur extremere weiße Rinden und die löst sich, wie ihr seht, richtig an in so Streifen. Wir beschreiben euch das öfter im Türkenschanzpark, aber die paar Mal dort, ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch stehen, aber da hat es ein paar kleine gegeben und die sind halt noch nicht so weit entwickelt. Aber Betula papyrifera, ganz intensive papierartige Rinde. Laub hat die noch keins oben, wie ihr seht. Aber die Katzel haben wir da noch runterhängen, die Blüher quasi. Und die Blattl entwickeln sich halt erst. Betula papyrifera. Und machen einen angenehmen Schatten. Gut, als nächstes haben wir wieder einen Strauch. Der schaut sehr schön aus, passend zum Ostersonntag. Also das sind keine Früchte, gell? Das sind Deko-Eier. Plastik nur dazu. Aber gut, der Strauch, den gibt es auch im Türkenschanzpark. Deswegen zeige ich euch, wenn wir kurz näher kommen. Der hat Blatteln, sowas ähnliches haben wir jetzt schon gesehen, wenn ihr sich erinnert. Also die sind zwar noch nicht recht weit entwickelt, aber sind auch flauschig und doppelt gezähnt. Also das ist wieder Hasel, Corylus. Das ist quasi auch wieder Haselnussstrauch und ihr seht, der hat so ganz vertraute arge Äste und das ist einfach eine Sorte vom Haselnussstrauch. Also wir haben wieder Corylus avellana und die Sorte heißt einfach Contorta. Und dadurch hat er eben dieses charakteristische Erscheinungsbild. Gut, jetzt gehen wir langsam in den Garten runter. Nur kurz erwähnt, seit da der Pfirsichbaum, Prunus persica. Können wir jetzt auch noch nicht so viel an die Blattl anschauen, aber die Blüte, wieder eine schöne, typische rosa Zehenblüte, in dem Fall jetzt rosa. Und die Früchte sind ein Pfirsich, kennt wahrscheinlich auch jeder. Ja, dass wir das auch gesehen haben, steht auch im Boko-Garten. Und das wollte ich auch noch sagen, da ist so eine Reihe von so einem Sträuchlein. Wenn man sich das aus der Nähe anschauen, da sieht man es eigentlich ganz gut. Da haben wir ein sehr charakteristisches Blattl und Blüten. Und das sind jetzt Riebissel. Die ganz normalen roten Riebissel, die nachher da runterhängen, die man zusammen mit dem man isst, aus dem man Marmelade macht, alles Mögliche. Ribes rubrum heißt es. Riebissel. Gut, das heißt zwei Schokolade? Ich glaube schon. Hätte ich schon gesagt. Wie viele hast du in der Tasche? Ich gehe nicht raus. Gut, eins möchte ich nur im Garten unten sagen. Dieses kleine Sträuchlein da, das ist ein Seidelbast, Daphne. Daphne Mezereum, also der echte Seidelbast. Wir haben leider gerade die Blüte verpasst. Also wenn ihr mal näher schaut, seht ihr es da noch. Der hat so rosa,
Blüten, die immer, also man sieht schon am Ende der Triebe sind immer die Blatteln, die so länglich sind. Und da die Blier. Und da hast du dann diese roten Kugelfrüchte dann da drauf. Und hat eben so einen relativ charakteristischen Habitus. Zeige ich deswegen, weil der ist im Skript, aber soweit ich weiß, gibt es den in Türkenschanzpark nimmer. Ich habe gehört, hat es gegeben, aber ist ausgerissen worden. Auf jeden Fall, so schaut der Seidelpost aus. Darf nicht, damit ihr es einmal gesehen habt. Jetzt habe ich leider keine Eier mehr eingesteckt, keine Schokoeier. Ich würde sagen, essen müsste jetzt immer was essen, wenn ich was bestimmt habe. Ha. Gut, das letzte da im Garten ist der Strauch, der ist relativ groß. Gibt es auch im Türkenschanzpark, ist nicht so oft, aber gibt es. Wenn man sich da das Blatt aus der Nähe anschauen, sehen wir, das ist so gelappt. Auf den ersten Blick schaut es ein bisschen wie ein Ahorn aus. Aber was mir da gleich mal auffällt, der ist sehr streng gegenständig. Und das ist nämlich ein Schneeball, ein Viburnum. Da hat auch die Anita letztens drüber geredet, also verweise ich an ihr Video. Aber dass man das sieht, wie der ausschaut. Der Name sagt es, Schneeball, hat dann so Schirmrispenblütenstände, die weiß blieren. Ein bisschen später erst, in dem Fall ist das eine Sorte, der die richtig kugelig hat. Es schaut ja echt aus wie ein Schneeball nachher. Und das ist der heimische Viburnum opulus. Also Viburnum, wie gesagt, Anita-Video, die haben eigentlich alle bis auf den keine so gelappten Blätter. Also das ist der einzige mit diesen Lappen. Und daran erkennt man den Viburnum opulus, den heimischen Schneeball, der aber eben durchaus auch in Sorten als Gartenpflanze erhältlich ist. Gut, und jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal ein bisschen weiter. Ich sehe schon. Jetzt habe ich einen ins Holz. Da gibt es auch noch ein paar Pflanzen, glaube ich, in freier Natur, in freier Wildbahn quasi. Gehen wir. So, da in der Wildnis haben wir jetzt andere Pflanzen. Scherz, wir sind nicht in der Wildnis, wir sind da mitten in der Kulturlandschaft, deswegen haben wir da Sachen, die nicht unbedingt da von Natur aus wachsen. Beginnen wir mit dem da. Da haben wir einen Lärchen. Larix decidua ist zwar heimisch, aber eher ein alpiner Baum, der hat es eher gerne in die Berg. Da herunten im, was haben wir da, Kolinenbereich, kommt der natürlich eigentlich nicht so häufig vor. Da sieht man aber schön, wie der ausschaut, also wenn wir es aus der Nähe anschauen. Der kriegt gerade sein Laub, ist nämlich der einzige heimische Baum, Nadelbaum, der sein Laub abwirft. Aber da kommen gerade die frischen Nadeln raus. Und man sieht da sehr schön, wie die Zapfen ausschauen von der Lärche. Larix decidua, heimische Lärche. Gut, und gleich daneben haben wir einen Strauch, der durchaus sehr wohl da in die Gegend passt. Das ist jetzt ein Laub, eine Laubpflanze mit so einem gefiederten Blatt. Das habe ich jetzt früher gerissen. Blattl schaut so aus. Unbreit gefiedertes Blatt. Und das ist nämlich ein Holunder. Da sieht man eigentlich ganz gut. Da treiben eben die Blätter aus und eben schon der Blütenstand. Das ist also eine Schirmrispe. Und Holunder heißt auf gescheit Sambucus nigra. Wegen der schwarzen Früchte, die Blüte wird weiß, das wisst wahrscheinlich eh alle. Schaut sich ja ein bisschen die Triebe an, die sind auch relativ charakteristisch. Die Farbe, diese Warzen, die da drauf sind. Und wenn wir da jetzt mal reinschauen und liebevoll was abreißen, sollte man sehen, dass der eine Mark hat und das Mark ist rein weiß. Beim Sambucus nigra. Im Skript habt ihr einen anderen, den Sambucus racemosa. Der hat ein leicht anderes Erscheinungsbild und vor allem wäre das Mark so ein bisschen bräunlich, rötlich, also nicht rein weiß. Beim Sambucus nigra ist das Mark weiß, die Blüte weiß, aber die Frucht schwarz. Eben auch heimisch und der passt schon eher in die Landschaft. Gut, da haben wir jetzt ein kleines Baumal, das da ausgewachsen ist, jetzt der ist noch nicht sehr groß. Die Blattl sind aber schon sehr aussagekräftig. Ich glaube, das könnt ihr alle jetzt schon erkennen, dass das ein Ahorn ist, Arza. Da haben wir noch nicht so viele Videos drüber gemacht. Ich packe mir da jetzt ein Blattl aus einmal. Also Arzer, Ahorn, die heimischen haben ja typischerweise eben solche gelappten Blätter. Der ist eben ein bisschen klein und runzelig. Und ich würde sagen, das ist ein Arzer Pseudoplatanoides, der Bergahorn. Nicht der Spitzahorn, weil der hat quasi das normale Ahornblatt und nicht ausgezogene Spitzen. Und vor allem diese Einbuchtung da innen, also der Bereich quasi, das, wie das zuläuft, das ist beim Bergahorn spitz zulaufen, also genau gegengleich. Und beim Spitzahorn wäre das so ausgebuchtet rund. Also ich hätte gesagt, Bergahorn, Azo, Pseudoplatanoides, heimisch, passt da vom Standort her ganz gut. Und gleich daneben, nur ganz kurz am Rande erwähnt, haben wir so einen Nadelbaum. Wie gesagt, ich verweise nur mal an das Video von Anita, die hat eh schon den Nadelbaum mal alles super durchgemacht. Versuchen wir kurz das gemeinsam zu bestimmen, was das wahrscheinlich ist. Schauen wir mal nahe dran. Also, schaut aus wie ein Weihnachtsbaum, immer grün. Wie sind die Nadeln an dem verwachsen? Also wir haben da immer die Nadel und die ist auf dem Trieb mit seinen runden Nadelkissen angewachsen. Ich glaube, das kann man da ganz gut erkennen. Und das ist klar dann eine Tanne, Abies. Also wir haben da Gattung Abies
Zusätzlich haben wir noch auf der Blattunterseite sehen wir schön die hellen Spaltöffnungsstreifen. Und AWS Art ist jetzt eine gute Frage. Es gibt schon einige Weißzahlen, aber ja, die Nadelspitzen sind so eingekerbt, das habt ihr wahrscheinlich eh schon gemerkt, also der Popsch ist das quasi. Die Nadeln laufen nicht spitz zu, sondern haben so eine Einkerbung und das ist dann die Norbmannstanne, ABS Norbaniana, hätte ich jetzt gesagt bei dir. Okay, jetzt habe ich da ganz gar nur was Cooles gesehen, also wenn man sich das genau anschaut, wir haben da Eschen, ich möchte das nur kurz sagen, hat noch keine Blätter drauf, Eschen haben gefiederte Blätter, ist ein heimischer Baum. Was man da gerade schön sieht, sind die Blüten. Ich habe das noch nie so deutlich gesehen. Was man auch schön sieht, ist ein Merkmal, das euch später helfen wird, eben die Knospen. Ihr seht, der hat so auffällige dunkle Knospen. Auch da eben, die Blütenknospen waren so auffällig und dunkel. Und diese Knospen, also der Wuchs, dass die Triebe immer so ein bisschen nach oben schauen am Ende. Und diese auffälligen dunklen Knospen sind von Esche ein Merkmal. Esche ist Fraxinus auf gescheit. Und wenn die Knospe sehr dunkel ist, das staubt richtig, seht ihr? Da kommt richtig der Pollen raus. Wenn es so dunkel ist, also schwarz quasi, dann ist es die heimische Fraxinus excelsior, die stinknormale gemeine Esche. Genau, aber dazu mehr später, wenn sie ein Bladl haben. Gut, wir kommen langsam eh schon zum Schluss. Wir haben die Wildnis schon ziemlich gut erforscht. Über mir ist noch was schön weiß blühendes. Wieder ein Kirschbaum. Jetzt haben wir schon öfter von Kirschen geredet. Der ist aber schön, das ist nämlich eine heimische Vogelkirschen, Prunus avium. Und bei dem kann ich euch schön sagen, wie der Stamm ausschaut. Also wenn es da mitkommt, Oma, dann kann ich die Ameisen aufbieten. Das ist schon ein größeres Exemplar. Im Arboretum steht aber auch ziemlich ein großer. Aber da sieht man jetzt sehr schön, was Ringelborke heißt. Also diese Querstreifen. Und der Prunus avium hat eher einen helleren Stamm, so ein bisschen silbrig schon fast. Und so helle Spaltöffnungsstreifen da quer um. Spaltöffnungsstreifen, falsches Wort. Lentizellen. Ringelborke heißt das Ganze bei Kirschen. Viele haben es, manche haben es nicht. Es gibt auch welche, die haben das so ein bisschen gelblich, orangelich gefärbt. Also das sind alles Sachen, worauf ihr schauen müsst. Also das ist jetzt Prunus avium. Dieser helle Stamm mit der deutlichen Ringelborke ist die heimische Vogelkirschen. Da am Rande erwähnt sei dann nur die sehr charakteristische Rinde von einer Eichen, Quercus. Wahrscheinlich eine Stieleiche, Quercus robur. Haben noch keine Blatteln drauf. Ich habe am Boden geschaut, man sieht, da schaut durchaus Eicheln nur vom Vorjahr herumliegen. Aber da reden wir dann auch nochmal drüber, wenn sie mehr Blatteln haben. Damit kommen wir ja schon zum Schluss. Einen Snack habe ich noch in meiner Tasche. Das ist für meine Kamerafrau auch eine Überraschung. Jetzt haben wir noch Eierbecken. Klasse. Wer fängt an? Ich fange an mit Spitz. Hab ich schon verloren? Ja, hast du schon verloren. Nein. Probier's nochmal. Warte, ich muss das jetzt irgendwie. Scheiße. Ich wing. Na gut, ich hoffe, ihr habt auch schöne Ostern. Wie gesagt, die melden mich bezüglich, ob es echte Rundgänge bald wieder geben wird oder nicht. Werden wir sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Schönen Tag noch. Bis bald. Rolling. Rolling. Rolling, 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 rolling. Monkey, how does it go? Rolling, rolling, yeah. Wie geht der Move? So. Ah. Oh yeah. Dementsprechend dekoriert, also nicht schrecken, das sind nicht die Früchte. Oder ist es überhaupt? Was ist denn das? Schaut aus, wir kennen mehr das mit Dornen. Okay, skip. I don't know what it is.